nächste Märchen führt uns nach China. Stellt vielleicht sogar eine philosophische Frage. Wer sind wir oder was sehen wir? Sehen wir das, was wir wollen? Sehen wir das, was ist? Und es heißt so, im tiefsten, 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 tiefsten China lebte einmal ein junger Bauer mit seiner jungen Frau und seiner alten Schwiegermutter. Schwiegermutter ist klar? Mhm. Eines Tages sagte der Bauer zu seiner Frau, meine Liebe, ich muss jetzt in die Stadt, ich will einen Sack Reis verkaufen und ich möchte dir ein Geschenk mitbringen. Oh, schön. Und die Frau überlegt, was will sie? Eine Tasse? Nein. Eine Kanne? Nein. Eine Vase? Nein. Und dann war sie es. Oh, bring mir etwas mit, um mich schön zu machen. Einen Kamm. Einverstanden, sagt der Mann. Und er macht sich auf den Weg. Und er sagt, keine Kanne, einen Kamm, keine Kanne, einen Kamm, keine Kanne, einen Kamm, keine Kanne, einen Kamm und keine Kanne, einen Kamm, kommt er langsam in die Stadt. Dort verkauft er den Sack Reis, sehr günstig, und er geht erstmal in das Wirtshaus, um den guten Geschäftsabschluss zu feiern. Bitte einen Maotai. Bitte schön. Dankeschön. Glück. Noch ein Maotai. Noch ein Maotai. Und nachdem er so 3, 4, 5 Maotais getrunken hat, erinnert er sich, das Geschenk für meine Frau. Ui, was war das denn? Kein Maotai, ein Mann. Nein, nein, nein. Keine Tanne, eine Tasse. Nein. Keine Vase, ein Wein. Nein, nein, nein. Ja, er bezahlt, geht auf die Straße. Was wollte sie, was wollte sie? Zum Glück ist noch ein Geschäft offen. Und er geht rein und sagt, ich brauche ein Geschenk für meine Frau. So, an was hattet ihr denn gedacht? Etwas, um sich schön zu machen. Ah, sagt der Mann, da habe ich etwas. Das Neueste vom Neuesten. Er geht ins Geschäft und bringt ihm einen Spiegel. Ja. Ja, wunderbar, sagt der Mann. Genau, damit kann man sie schön machen. Ja, ja, auf jeden Fall. Gut, packen Sie es ein. Der Mann bezahlt den Spiegel und macht sich auf den Heimweg. Das dauert etwas. Schließlich kommt er an. Die Sonne geht schon auf. Die Frau hat die ganze Nacht gewartet. Da, sagt der Mann, drückt ihr das Geschenk in die Hand. Ich bin sehr, sehr, sehr müde. Fällt ins Bett und... Die Frau setzt sich hin und packt mit Liebe das Geschenk auf. Vor den Spiegel, guckt und sagt, ja, du musst dir wirklich keine Sorgen machen. Diese Frau ist hässlich, alt und wird bald sterben. Und da hat die Mutter wohl recht. Ja, meine Damen, meine Herren, man soll manchmal auch auf die Mütter hören, auch wenn einem das nicht so gefällt.